und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Made of Scare. Ja, gescared wurden wir. Wir haben jetzt dieses super Gerät hier bekommen, was diese stillen Menschen wohl kurzzeitig betäubt. Das ist schön. Leider haben sie wahnsinnig lang genug betäubt. Wir sind aber gesundheitsmäßig jetzt nicht so angeschlagen. Das heißt, ja, wir gehen einfach mal im frohen Mutes weiter. Ich hoffe, die sind jetzt weg da draußen. Das werden wir jetzt merken, wenn wir rausgehen. Die Musik ist ja gerade irgendwie total verwirrend. Okay, sie hat aufgehört. Sind die noch da drin? Schallmodulator-Kartusche. Ach, die muss man auch noch auffüllen, oder was? Okay. Halt, müssen wir die jedes Mal auffüllen? Fragezeichen. Ja, untersuchen. Achso, okay, zurück. Okay. Wir müssen die jedes Mal wieder neu auffüllen. Das ist toll. Wir gehen nochmal kurz hier in den Raum. Ich hoffe, die Herren sind nicht mehr da. Gehst du mal... Hallo, lass mich rein. Sind die weg? Klingt nicht so gut, ne? Ich wollte mich nochmal ganz kurz umgucken hier. Die scheinen aber weg zu sein. Wenn wir ja leise sind, dürfte ja eigentlich nichts passieren. Wir haben ja auch gespeichert. Und sonst ist hier aber nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir sind ja immer noch nicht zurück im Hotel. Ich dachte, wir wären angekommen. Das ist aber nicht so. Okay. Eieiei, da läuft schon wieder einer rum. Ich gucke noch mal kurz auf unsere Aufgaben. Ja, okay. Wir müssen hier durch. Wir müssen hier irgendwie links rein, ne? Was sich wahrscheinlich nicht allzu einfach erweisen wird. Wir schleichen uns mal vorbei. Hier ist auch ein Fragezeichen. Aber wir müssen mehr rechts. Okay. Da durchs Tor wahrscheinlich. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Gehe ich von aus. Das ist bestimmt das Fragezeichen. Ja, oder wir müssen wieder irgendeinen Schalter betätigen. Der natürlich erstmal wieder nicht funktioniert. Das ist toll. Da müssen wir hier wieder auf dem ganzen Platz wahrscheinlich suchen. Und wo der Vogel jetzt abgeblieben ist, weiß kein Mensch, ne? Oh, jetzt weiß ich's. Oh, da sind zwei. Och, du liebe Zeit. Jetzt sind hier schon drei. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber die durchkämmen anscheinend das Ding. Hier ist noch ein Hebel, alles klar. Ups, ich hänge fest. Ich hänge. Hallo, ich hänge fest. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zurück.
Und ich hoffe, das war der einzige Hebel. Mit den Statuen, das ist natürlich fies. Weil man niemand denkt, da steht jemand. Keine Ahnung, wo die hingegangen sind. Schick ich in den Baum. Bitte geh woanders hin. Mist, ich häng genau in der Ecke. Natürlich müssen wir wieder durch die ganze, über die ganzen Platz hier latschen. Um hier irgendwelche Hebel umzulegen. Ach, dieses Geraschel. Oh, da kommt einer angescheißert. Und geht wieder. Gut. Für uns. Man ist automatisch immer leiser, ne? Wenn man sich irgendwo anschleicht. Oh. Geh zurück. Tu mir den Gefallen und verschwinde woanders hin. Nein, geh. Geh. Geh weiter. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Herzlichen Dank. Er schleicht natürlich auch genau da hinten rum. Ich sehe dich, mein Freund. Und er kommt auch genau hier auf uns zu. Und ich hänge hier immer in den Bäumen fest. Ich bin gar nicht da. Geh weiter. Geh woanders hin. Oh, shit. Ach ja, geht woanders hin. Ich hänge. Oh, man hängt halt immer fest. Das ist ein bisschen blöd. Das Spiel möchte natürlich, dass wir mitten über die Karte latschen. Aber wenn es sich vermeiden lässt, tun wir ihm das Ding gefallen natürlich nicht. Hier ist noch irgendwo ein Püppchen. Ich weiß aber nicht, wo der Kollege Schnürschuh jetzt hingegangen ist. Oh, da kann ich noch mehr hin. Die sind hier überall. Boah, ich hör's. Ich gehe einfach weiter. Ich drehe mich nicht um. Hallo? Moment, wir lassen ihn mal eben angetorkelt kommen. Ja, bei dem Spiel muss man ein bisschen geduldig sein, glaube ich. Hebel jetzt gerade nicht ziehen. Ich würde mir das Püppchen gerne holen. Ich würde aber auch gerne hier raus. Warum kann ich diesen Hebel nicht ziehen? Nein!
Oh, fuck. Oh, ich hänge hier wieder fest. Okay, den Hebel können wir aus irgendwelchen Gründen nicht ziehen. Da müssen wir uns weiter hier umgucken. Dann fehlt da vielleicht noch was. Natürlich. Aber hier sind wir doch reingekommen, ne? Von hier sind wir gekommen. Versuche nochmal in die Mitte zu kommen. Ist hier auch noch ein Tor? Hier ist auch noch ein Tor. Aber das können wir nicht öffnen. Moment, da ist so ein Schuppen, da gehen wir mal hin. Hilfe, ich hänge schon wieder an irgendeiner Wurzel fest. Das ist nicht gut. Ich glaube, da ist was drin. Wir warten mal kurz, bis der weg ist. Der geht. Na, nun komm schon. So, vielleicht können wir den Schalter jetzt ziehen. Wir werden es rausfinden. Lalalala. Ich vermute mal, diese Püppchen sind Sammelobjekte, ne? Das hoffe ich zumindest. Die werden wir niemals alle finden. Weil Überleben geht vor Musizieren, so. Und jetzt zu sterben wäre halt echt kacke. Den können wir immer noch nicht umlegen. Dann versuche ich es nochmal am Schalter gegenüber. Das heißt, wir könnten mal zwischen den Herren hier durchschleichen und versuchen, das Püppchen zu finden. Ah, die sind sowieso gerade da, obwohl die gehen jetzt... Was war das denn? Was werfen die denn da? Da kriegt der Mann doch wieder einen Hustenanfall. Oh, jetzt schleichen die alle in der Mitte durch. Okay, wir gehen hier an der Seite vorbei. Scheiß auf die Puppe. Ja, Moment. Patrouille kommt. Ne, wir warten lieber, bis er zurückgeht. Das tut er aber nicht, okay? Oh, die Schritte. Nett. Lass mich doch hier durch. Okay, ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Schleunigst. Jetzt sind wir wieder am Schuppen. Hä? Wo ist denn der Schalter gewesen? Mist. Da müssen wir ja wieder da durch. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mit dich, ne? Oh. Oh, man sieht die halt auch gar nicht. Da hinten ist das Tor. Okay, ich habe das Püppchen gehört, aber
Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, hier länger zu bleiben. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Schau mal auf das Tor. Das muss verschwinden. Boah! Hilfe! Über- oder unterfordert dich das Spiel? Dann wechsle den Einstellungen und Schwierigkeitsgrad. Nee, danke, geht schon. Alles gut. Ich bin bis jetzt weder über- noch unterfordert, aber ich tendiere zu über. Aber geht noch. So, die kommen mir hoffentlich nicht hinterher. Das ist gut. Aufgaben wurden aktualisiert. Die stehen halt vor der Tür, ne? Was haben wir denn für Aufgaben jetzt? Geh ans Telefon. Ach, wir müssen wieder ans Telefon. Wo sind wir denn hier? Ach, hier oben. Kann ich das ziehen? Nein? Okay. Hier ist wieder ein Püppchen irgendwo. Ist das gut? Ah. Was? Nein, ich will hier raus. Das war nicht gut, ne? Scheiße, ich hänge fest. Was war das? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Was sind denn das für Freaks? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Oh, danke, Krankenschlüssel. Danke, tschüss. Hoffentlich kommen hier nicht noch mehr reingesprungen. Hier komme ich auch nicht durch, ne? Oh, er kann halt aber auch überhaupt nicht über eine Kiste steigen oder so. Okay, dann hoffe ich, dass der Mann jetzt da verschwindet. So ein Ding verbraten, das war ja richtig dämlich. Kannst du dich bitte da hinten hin verziehen? Nicht lang, kleiner Flüstermann. Bitte geh in die andere Richtung. Geh in die andere Richtung. Ja, natürlich nicht. Warum kann man nicht irgendwie was werfen? In jedem Spiel kann man irgendwelche Flaschen werfen oder so. So, dankeschön. Auf Wiedersehen. So, wir haben den Krakenschlüssel. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ganz schnell aus dem Staub hier. Puh. Okay, die sind jetzt halt überall, ne? Ja, das Telefon klingelt. Ich hab's gehört.
Hier ist hoffentlich zu. Und hier ist noch offen, dann rennt er noch rum. Es wäre schön, wenn ich jetzt irgendwo speichere. Man hat halt alle 5 Minuten das Bedürfnis zu speichern. Ich krabbel mal hier lang. Gucken wir gleich mal auf die Karte, wo wir überhaupt sind. Das Telefon ist, ach ja, nicht hier. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Nein, hier ist offen. Ah, ist das Telefon. Okay. Dann lässt sie erstmal das Telefon klingeln, ey. Geh sofort ran. Moment. Ich halte mal eben kurz die Luft an. Guck mal, ob hier irgendwas ist. Weil er hat ja wieder Allergie. Und jetzt zu husten wäre halt doof. Ich habe einen der Zylinder gefunden. Oh, Thomas, that's welcome news. This will surely free us all. Bestimmt, ja. Hast du eine Idee, wo die anderen sein könnten? I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Wieso kommt sie denn nicht einfach runter? Wieso müssen wir denn jetzt hier über 2 Etagen latschen, um zu ihr auf den Dachboden zu kommen, wo sie sowieso nicht rauskommt, ja angeblich? Na gut, wir gucken mal auf die Karte. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Krakenschlüssel. Das heißt, wir kriegen bestimmte Türen auf. Wie wir nämlich nach oben kommen, das erschließt sich mir noch nicht. Vielleicht durch eine der Gänge von den anderen Türen, weil oben war ja nichts. Die Treppe hoch war ja nur die Orgel. Der Aufzug ist nur nach unten gefahren. Wir müssen durch die große Halle, ne? Alter, natürlich. Da sind Schritte. Es knarrt aber auch überall hier. Ich versuche mal, die Tür zu öffnen. Ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee ist. Das ist nur ein Ventilator, der sich da bewegt. Okay. Speichern. Oh, oh, oh. Thomas. Was? Thomas. Ach so. Thomas. Boah, man hört halt überall die Schritte von denen. Können wir hier irgendwie durch? Nein, das ist schade. Hey, Kartenerweiterung, sehr toll. Ja. Hier ist ein Fragezeichen. Hier in diesem Raum zumindest. Hier sollte uns ja eigentlich nichts passieren. Wir sind ja jetzt hinter dieser Theke, ne? Das ist das Fragezeichen, die Zapfhähne. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Was?
Vielleicht müssen wir alle vier finden. Boah, die Schritte, ne? Man hört die halt überall. Ich kann denen mal was zapfen hier. Okay, wir müssen alle vier finden. Aus irgendwelchen Gründen. Okay. Wie man einfach nur noch geduckt hier rumläuft. Ich laufe jetzt mal normal. Ich bin mal jetzt ganz mutig. Wir haben schließlich gespeichert. Mal eben auf die Karte gucken. Wir können erstmal probieren, ob wir die Krakentür aufkriegen. Heißt, gerade durch die Halle, das müssten wir eigentlich schaffen. Einmal quer durch müssten wir eigentlich schaffen. Nein, geh nicht zu. Jetzt kannst du zugehen, bitte. Dass sie das nicht hören, wenn die Türen auf und zugehen. Oh, da ist auch noch einer drin. Okay. Warten wir mal hier in der Ecke. Von hier aus, warte mal, wenn wir hier rechts gehen, müsste auch noch eine Krakentür sein. Okay, sind wir hier sicher? Mal hier hinterm Schreibtisch. Ach, guck mal hier, der Zapfhahn. Ja, hey. Wofür auch immer wir die brauchen. Wahrscheinlich rennen die dann alle aufgeschreckt durch die Gegend. So, dann gucken wir uns mal kurz hier um. Erstmal was lesen. Isaacs audiovisuelle Notizen. 4. Oktober 1897. Die letzten Tests mit den Zylindern haben bedeutende Fortschritte gezeigt. Testperson 4 zeigt nach wiederholten Sitzungen auf dem Stuhl gesteigerte Beeinflussbarkeit und Willfähigkeit. Die Kombination aus akustischer Reizung und visuellen Suggestionen ist ein voller Erfolg. Aber wie sollen wir dieses Resultat im großen Rahmen gegenüber dem Massenpublikum erreichen? Erreichen, ja. Dem Personal? Okay. Ja, okay. Die Türe ist dann zu auf, ne? Gut, dann machen wir die mal alle auf. Damit wir... So, da war der Aufzug. Da waren wir aber schon mal. Kann ich die wieder zumachen? Ist mir einfach lieber. Ein Projektor. Das ist laut.
steht da? Optimale Platzierung für Zylinder. Sirene, zweiter Stock. Medusa, Untergeschoss. Medusa, Untergeschoss. Ostflügel, Kapelle. Scare Point. Westflügel, Schlafzimmer. Okay. Wir gucken mal kurz ins Inventar. Wie viele haben wir denn? Held und Ziberus. Zwei haben wir von vier, glaube ich, ne? Sirene. Medusa. Cerebus, Erdgeschoss. Ausflügel, Kapelle. Und das ist Held, Garten, Scarepoint. Sind das die... Die Fundorte davon? Fundorte davon? Ich glaube, hier draußen freut sich einer ein Bein ab. Guck da nochmal kurz hier. Wir brauchen eh auch noch irgendwie Schlüssel oder so, ne? Für, Dingens. Na, wisst ihr schon, für die Entschuldigung, für die zu und Türen. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir nach oben? Der Aufzug hat uns ja nur nach unten gebracht. Wir können aber trotzdem mal gucken gehen. Vielleicht geht er ja auf wundersame Weise jetzt auch in ein anderes Geschoss. Die Türen haben wir jetzt alle offen. Ne, man geht nur nach unten. Heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Logische Schlussfolgerung, ich weiß. Ja, Der Aufzug. Hier ist noch irgendwas, das könnte ein Aufzug sein oder eine Treppe. Aber wie gesagt, die Zuntüren, weiß ich nicht. Hier waren wir noch gar nicht, hier unten und da. Das sieht aber schon wieder eher nach Außenbereich aus, eventuell vielleicht. Wir haben ja den Zapfhahn gefunden, ne? Heißt, boah, wo war denn nochmal das Ding? Hier unten, ne? Wenn wir jetzt nochmal durchschleichen. Vielleicht. Na, wenn ich nicht in der Tür hängen bleibe. Muss man nur auf den Onkel hier im Flur aufpassen. Und der da hier. Der ausgerechnet jetzt hier lang gescheißert kommt, oder was? Oh. Ich häng fest. Nein, geh weg. Kannst du bitte woanders hinschleichen? Natürlich kommt er jetzt ausgerechnet durch. Das heißt aber, wenn er da lang geht, dann können wir schnell hier lang verschwinden. Die unterschiedlichen Routen, die Schweinepriester. Er hätte doch die ganze Zeit schon reinkommen müssen. Sind wir hier schon mal drin gewesen? Ja, gut. Oder? Ah, okay, das ist das hier. Hm.
Was ist denn, wenn wir jetzt hier, was weiß ich, nehmen wir uns doch mal hier irgendwas, was ist denn hier ganz weit weg, das Theater zum Beispiel? Wenn wir da jetzt drücken würden, gehen die dann aus der großen Halle raus? Ist das eine gute Idee oder sollen wir doch lieber einen anderen nehmen? Die Kapelle vielleicht? Oder das Managerbüro, da kommen wir ja gerade her, ne? Nein. Laufen die dann dahin? Ja, bis auf ihn hier. Er hat es nicht mitbekommen. Entschuldigung, man wird automatisch ruhig. So, ich hoffe, es ist der richtige Weg zu dem einen Raum. Huch, wo wir den Zapfhahn. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir den Zapfhahn da anbringen. Ach, der war gegenüber, ne? Oder? Moment kurz. Der Zapfhahn, nein, der muss irgendwo hier sein. Theoretisch, wenn wir hier hinten rumgehen, müssen wir da hinkommen. Stimmt das? Ja, und jetzt irgendwie so schräg. Hier so, ne? Hier lang, hier lang. Bitte huste nicht. Wir könnten auch nochmal speichern gehen. Wenn wir schon mal da sind. Dann speichern wir mal schnell. Ja, und ich würde auch sagen, ist schon wieder so spät. Ah, ist ja wieder eine viel zu lange Folge geworden. In der nächsten Folge gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Zapfhähne da betätigen. Bis dahin sage ich, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs dabei sein und ich habe schon Angst hier vor jedem kleinen Schatten. Lasst mich nicht so lange in der Dunkelheit hier stehen. Bis dahin, bleibt kuschelig, passt auf euch auf und gehabt euch wohl.